Tradition, Zusammenarbeit, Moderne und vor allem die Musik. All das verbindet der Musikverein Hofkirchen an der Tratznach. Seit mittlerweile 170 Jahren ist die Musikkapelle ein fixer Bestandteil des Gemeindelebens. Der Verein selbst wurde erst 25 Jahre später ins Leben gerufen. Grund genug, eine mega Geburtstagsparty zu schmeißen, bei der prompt der gesamte Bezirk eingeladen war. Das Motto: Bezirksmusikfest 2018 in Hofkirchen an der Tratznach. Unser Musikverein zählt derzeit ca. 65 Personen und das ist die große Kapelle und die Jungkapelle. Das ist die Jungkapelle Hoki Taki, die zählt auch 30 Mitglieder und wir freuen uns natürlich, dass so viele Jugendliche bei uns auch beim Verein dabei sein und ein Instrument lernen und dadurch natürlich eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung bekommen. Denn gerade die Jugend ist essentiell für den Bestand des Musikvereins. Das heißt, wir schauen immer darauf, dass wir es zeitnah in das Jugendorchester vorab schon mal integrieren, dann auch der weitere Verlauf in den Musikverein aufnehmen, wo dann wirklich die Jungen in der Gesellschaft dementsprechend Anschluss finden, was unser Heilrecht gibt, wenn man die Anzahl unserer Musik anschaut. Möchtest du einmal zum Musikverein Hofkirchen gehen? Ja, gern. Sehr gern. Weil man für Ausflüge macht, weil ich auch was lernen kann. Und ich möchte auf der Bühne auch, wenn ich größer bin, da mitspielen. Mir taugen die Ausflüge und die ganzen Ausrückungen, die was wir mit dem Musikverein machen. Und auch das Konzert spielen im ersten Halbjahr von dem Musikjahr. Und mir taugt das einfach. Ja, denn das ganze Musikerjahr über gibt es für Jung und Alt in Hofkirchen einiges zu tun. Das letzte, da hat sich ziemlich viel da. Wir haben angefangen mit einer CD-Aufnahme, Anfang Jänner. Ja, dann ist es weitergegangen mit dem ersten Bezirksmusikergeschnaß bei uns in Hofkirchen. Anfang März war dann das Jubiläumskonzert, Schlag auf Schlag ist da bei uns dahin gegangen. Und Mitte April war dann schon wieder die Konzertwertung und jetzt Ende Juni sind wir beim Bezirksmusikfest, das ist quasi die Krönung. Und auch wir von HT1 durften bei diesem Highlight mit dabei sein. Ja, wir haben natürlich ein Medium gesucht, wie Fernsehen, dass wir von der Werbung und vom Marketing auch in die Breite kommen, weil Fernsehen ist da natürlich ein geeignetes Medium. Natürlich die Reichweite von einem HT1 ist natürlich entscheidend, dass man jetzt in ein breites Publikum kommt, dass man so eine Veranstaltung auch ankündigen kann. Und es ist ja so, dass die Marschwertungen bei uns morgen und übermorgen mit HT1 aufgenommen werden. Die werden dann sofort geschnitten und das haben wir das Gefühl gehabt, geht nur über HT1. Bock auf Blasmusik, Bock auf den Musikverein Hofkirchen an der Tratnach. Beim Bezirksblasmusikfest 2018.